So, weiter geht der Weg. Wir müssen so schnell wie möglich nach Flotsam, um Triss vor dem Königsmörder zu retten. So, jetzt. Hoppala. Also, auf geht's. Na komm. Mal gucken, wie oft ich mich jetzt hier wieder verlaufe. Schon wieder ein roter Punkt. Zwei rote Punkte, sehr schön. Was soll's, ich latsche einfach durch. Ich hau einfach ab. Da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Geralt. Schwert weg. Ah, schauen wir mal. Wir zeigen diesem Anderlingsgesocks endlich, wohin es gehört. Geier sammeln sich. Alter! Wir waren viel zu gut zu euch, Anderlinge. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Alter! Guckt mal, Leute, da ist noch so ein Widerbutz. Was willst du hier? Lasst den Zwerg, er hat euch nichts getan. Stimmt, das ist unser Nachbar. Leute, wir sollten nach Hause gehen. Danke, Hexer. Der Tod hatte mir schon die Hand gereicht. Versteck dich. Die Leute sind verrückt geworden. Ihr ermordet Unschuldige. Unschuldige? Geralt. Und jetzt, ihr guten Leute. Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn. Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Diese Elfen haben mit dem Tod deines Sohnes nichts zu tun. Ihr Blut wird nicht vergossen. Wenn ich es mir recht überlege, ihr habt hier nichts zu suchen, Leute. Geht nach Hause. Danke, Gwynblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Wie konnte es zu diesem Pogrom kommen? Angeblich ist das die Rache für die Soldaten, die mit Roche gezogen sind. Aber das waren Halunken, von Loredo bezahlt und von keinem beweint. Jedenfalls sind spontane Unruhen ausgebrochen. Loredo guckt zu und mimt den Unschuldigen. Aber es sind seine Spirren, die die Leute aufstacheln. An der Spitze der Meute sah ich Soldaten in Zivil. Naja, du kannst ihm nichts beweisen. Das habe ich auch nicht vor. Warum unternehmen die Wachen nichts? Ihre Kameraden wurden von Eichhörnchen erschlagen und Loredos Befehl zum Eingreifen fehlt. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Komm! Sei gegrüßt. Ja, ebenso. Hilfe! Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Ich hoffe nur, Triss ist nichts passiert. Warte mal. Tod den Anderl! Was ist das denn für ein Sonderling? Das ist dieser Hexer!
Lasst sie in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Vielen Dank, Herr. Ich hab die Klinge schon. Ja, kein Problem. Da misst ihr gar nicht durch. Ah, da. Nee, doch, da ist er. Luch, oder was? Ich hoffe nur, dass es nichts passiert. Blut. Mir schwant Übles. Mir auch. Ach du Scheiße. Hier ist das Falsche. Wo könnte sie nur stecken? Moment, ich muss... hier rein. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ha! Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Das ist nicht sein Blut. Triss ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. Ich wollte gerade sagen, überleg, was du da sagst. Was für ein Durcheinander. Alles im Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen sein. Na komm schon. Da ist viel zu viel Blut. Rittersporn, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Okay. Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war Ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten sie sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zu fünft gekommen, im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten. Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir, bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte, wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Das war sogar mir klar. Die rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Dere aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Grüß dich, Philippa. Triss, hübsch siehst du aus. Was treibst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Ach Gott. Worüber hast du mit Sheila gesprochen? Ist das nicht klar? Zwei Herrscher des Nordens sind tot. Wir haben über die Entwicklung der Ereignisse geredet. In Temerien herrscht Chaos. Ich habe meinen Einfluss verloren. Der Frieden, den ich mühsam in all der Zeit aufgebaut habe, ist dahin. Was wollt ihr tun? Was hat die Loge beschlossen? Schließlich wurde sie geschaffen, um die Interessen der Magie zu wahren. Wir passen uns der neuen Ordnung an und nutzen die Situation. 5 Jahre Arbeit umsonst.
Der zintrische Frieden hängt am seidenen Faden. In Temerien steht ein Bürgerkrieg bevor. Was gibt's da zu nutzen? Die Urheber müssen gefunden und bestraft werden. Nun komm mal wieder runter, Rotznase. Mangoldschale und Politik. Das eine soll man so kalt genießen wie das andere. Kalkulieren. Nicht von Emotionen hinreißen lassen. Volltest machen wir nicht wieder lebendig. Hör auf, dich als Rächerin aufzuspielen. Wir müssen klug und überlegt handeln. Die Lage nutzen. Verstehst du? Dann hilf mir wenigstens, den Hexer zu entlasten. Hör endlich auf, mit der Muschi zu denken und reiß dich zusammen. Der Hexer kommt schon zurecht. Denkst du, dieses Mädchen... Saskia, die Drachentöterin. Sie soll den Drachen besiegt haben. Kann sie Henselt widerstehen? Schwierig. Aber das Mädchen hat schon andere Wunder vollbracht. Dann ist der Krieg unvermeidlich? Henselt kann man nicht umstimmen. Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen. Aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Rittersporn, weißt du, wen sie meint? Wer ist Philippa? Philippa Eilhardt, Zauberin und Beraterin König Radovitz von Redanien. Sie hat die Meisterschaft in der verstunkensten aller Küchen erreicht, in der Politik. Sie ist durch und durch amoralisch, völlig frei von Skrupeln. Einfach sensationell. Ich hörte das Gerücht, sie sei beim redanischen Hof in Ungnade gefallen. Wenn das stimmt, hat sie sicher selbst die Fäden gezogen, weil sie die Stadt verlassen wollte. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen. Mich haben sie getreten und Dere erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Gavena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Jorvet diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Deres Mördern. Jorvet versteht schon. Oho. Spionierst du für Jorvet? Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Rittersporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Das ist Cedrics Blut. Ich werde ihn finden. Okay, dann machen wir mal. Dum, dum, dum. Folgen wir der Blutspur. Blutspur. Ah, hier Blut. 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 Schnell, also schnell und weit kann er nicht sein, wenn er so doll verletzt ist. Na, Cedric, wo bist du? Hier ist kein Blut mehr. Wohin so eilig, Freundchen? Warte, hier ist Blut, okay. Ah, hier ist Blut. Kann er eigentlich, ich vermute, er ist hier weiter. Allerdings sehe ich hier wieder nichts mehr. Ich glaube nicht, dass er hier durch ist. Glaube ich nicht.
Weißblut. Hier ist Blut wird. Ah, hier ist Blut. Dann ist er hier hoch. Oder auch nicht. Gut. Hier. Hier. Hier haben wir Blut. Hier ist Blut. Nee. Da ist Blut. Dann. Ist Blut. Okay. Immer Schwert weg. Ah, da, okay, da ist Blut. Hier ist Blut. Oh. Ein Mensch. Ich muss zurück auf den Weg. Weil welchen Weg meint er denn jetzt? Warte mal. So, der hier dann, ne? Ach, verdammt nochmal. Er blutet stark. Ich muss mich beeilen. Das Blut. Okay, hier. Er wird langsamer und schwächer. Kann nicht weit sein. Das, oh, manchmal ist. Das ist aber echt übel hier. Cadmill, Gwynblade, keine Schmerzen mehr. Wollte immer unter Bäumen sterben. Was ist geschehen, Cedric? Triss bat mich um Hilfe. Ich habe den Deune an der Tür getötet. Wir sind rein. Habt noch einen Deune getötet. Ich weiß. Wo ist Triss? Was ist passiert? Ein Hexer ist gekommen. Hat sich auf uns gestürzt. Ich wollte Triss verteidigen. Er war schnell. Zu schnell für mich. Er schlug Triss, ehe sie zaubern konnte. Wusste, wie man Zauberern beikommt. Sie musste das Megaskop anwerfen. Er wollte nach Edirn, zur Zwergensiedlung Vergen. Triss sagte, das sei Wahnsinn ohne Koordinaten. Er guckte sie nur an und befahl ihr, sich anzustrengen, weil sie zuerst gehen würde.
und er hinter ihr. Dann, ich weiß nichts mehr. Sie waren weg, als ich wieder erwachte. Ich wusste, dass ich sterbe. Der Wald rief nach mir. Warum, Cedric? Warum hast du dich da eingemischt? Und du? Es gibt Dinge, die man tun muss. Ich habe Visionen. Wusstest du das? Darum habe ich gesoffen. Das half. Dieser Nebel. Darin sah ich nichts mehr. Ruhig, Cedric. Aber jetzt ist der Nebel weg. Ich sehe klar. Du brauchst dein Gedächtnis zurück, damit du verstehst, wer die gekrönten Däune tötet und warum. Wie kann ich das schaffen? Geh nach Edirn. An einen Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen und du erinnerst dich. Was geht hier vor? Der Wald. Ich spüre seine Gegenwart. Oh. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. Vafail, Gwynblade. Lebt wohl. Geralt, wo hast du gesteckt? Dieser Königsmörder, verdammt, um Haaresbreite. Er ist entkommen? Hat sich nach Edirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Rosh sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Skoyatel haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Was hat Rosh vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Was wollen die Skoyatel? Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Skoyatel? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Ich red mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Rosh oder die Skoyatel ausnahmsweise mal als nützlich. Wettlauf mit der Zeit. Okay, eigentlich wollte ich da den Part beenden, aber nicht hier. Brauchen wir meine Karte, warte mal. Da soll ich hin. Dann muss ich darum. Okay, dann bleibe ich doch hier. Wir sind im Level aufgestiegen, sehr schön, dann machen wir es noch. Hier haben wir noch was. Was ist das? Pfeile umzulenken, noch komm. Zack. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich sage erstmal bis dahin und ciao.